fantastic. Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Plunder Pirates. Ich bin wieder Matthias und ihr seht es vielleicht, ich mache mein Piratenversteck höher, ja. Und das wird natürlich jetzt wieder die ein oder anderen Rufe hervorrufen, das ist zu früh. Nein, ich finde es okay, weil ich habe meine Verteidigung auf Max. Und was jetzt noch käme, sind halt ein paar Gebäude, die mir noch fehlen, aber das mache ich dann einfach demnächst. Ich will aber gerne mehr Truppen haben. Und ich könnte natürlich auch noch hier so die ein oder andere Goldmine upgraden. Aber da ich sowieso relativ schnell farmen kann, ist das egal. Und wenn ich da ein paar bessere Truppen habe, dann soll das wohl laufen, denke ich. Und deswegen mache ich das. Außerdem dauert es eh noch 6 Tage oder 5 Tage und 11 Stunden. Bis dahin kann ich auch noch ordentlich was machen. Und genau aus diesem Grund werden wir jetzt ein Rundchen farmen. Ich habe mein Schiff gerade unterwegs. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Das ist jetzt noch eine Stunde im Kampf mit dem größeren Fisch. Da werden wir auf jeden Fall, denke ich, wieder ein paar Battle Points bekommen. Und danach ist das Schiff noch bis hierhin unterwegs in weitere Gefilde. Es dauert noch 8 Stunden. Ich habe das Schiff ja letztens upgegradet. Ist jetzt ein bisschen weiter unterwegs und kann ein paar mehr Sachen erkunden. Aber wird schon laufen. Und jetzt wollen wir mal einen Angriff tätigen. Ich habe noch ein paar gerade gemacht, die wir noch gucken können zur Not. Die waren aber nicht so spektakulär. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt noch was finde hier, was Schönes. Wo ich noch ein bisschen was abgreifen kann. Das Problem ist momentan, ich finde viele solche, wo ich halt so ein bisschen was reißen könnte, aber nicht so wirklich viel. Und wo ich dann wieder ohne Ende Wartezeit habe. Und das ist jetzt halt einer von denen, wo ich sage, das ist nicht so spektakulär. Für 200.000 braucht man fast nicht mehr anfangen. Man kann voll oft eigentlich wirklich richtig viel rausholen. Dafür müssen wir mal gucken. Vielleicht ein, zwei Sekündchen länger warten, aber ich werde jetzt noch 3, 4, 5, 6 Wochen machen und zur Not dann halt den nächstbesten nehmen. Den hier wieder mit Gold. Ich will eigentlich zumindest über 200.000 Grog haben. Dann würde ich mich dazu durchringen, den anzugreifen. 200, 250, besser 300 oder noch mehr. Wäre natürlich schon geil, weil dann lohnt sich das wenigstens. 500 ist jetzt hier, aber quasi nicht erreichbar. Weil man halt, irgendwie hat mir geschrieben, man kann das an den Grogfässern absehen, wie viele da drin sind. Aber irgendwie sieht das für mich immer gleich aus. Ich sehe jetzt hier 4 zum Beispiel. Wir gucken mal beim nächsten da rein. Hier ist jetzt quasi gar kein Grog, aber auch natürlich nicht so hohe Level. Aber ich sehe auch hier 1, 2, 3, ja okay, 3 Fässer. In dem auch, also die Fässer innen drin sehen für mich immer gleich aus. Oh, das ist halt Zufall, ich weiß es nicht. Von daher, ja. Wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall werde ich natürlich, wenn das fertig ist, auch Gold brauchen. Aber guck mal hier, das ist doch jetzt geil. Das ist doch quasi ein Geschenk des Himmels. Den greifen wir natürlich jetzt an. Ich gehe als erstes hier mit 5 Schlägern hin. Und dann, wo ist der Mörser? Da, dann gehen wir nochmal hier mit 5 Schlägern hin. Und ich habe jetzt bei den Dieben zwar diese Spezialfähigkeit, dass die unsichtbar werden können, die taucht aber nicht wirklich was. Ich hoffe jetzt, dass, also weil das nur so eine Millisekunde ist, ich hoffe, dass die jetzt was reißen hier, die Jungs. Und, gut, jetzt machen die mir da oben nicht den Mörser kaputt, aber die Kanone hier ist auch schon mal gleich weg. Und die von da kommen mit dem, an den Mörser, das ist gut, dann haben wir hier auf jeden Fall freie Bahn an den Lagern. Auch hier seht ihr wieder 1, 2, 3 Fässer, okay, eins steht jetzt links und rechts daneben, ich weiß nicht, ob das noch was zu bedeuten hat. Wir beobachten das jetzt mal. Ich setze jetzt mal eine Diebin hier hin. Und gucken mal. Da geht schon ganz ordentlich was runter, wenn die dreimal draufhaut. Das heißt, das könnte schon sein, dass da was drin ist. Jetzt machen wir mal 2 danach. Jetzt natürlich oben hinter dem Rathaus der Bunker. Der dürfte uns hier aber nicht kriegen. Ich weiß allerdings nicht, wie das ist, wenn wir da oben an das Rathaus gehen. Deswegen muss ich vielleicht jetzt mal Gas geben. Und die dann, wenn sie beschossen werden, unsichtbar machen. Und zwischendurch mal dann bei den Schlägern die Dinge zünden. Ich hoffe, dass die jetzt relativ zügig aus der Reichweite rechts von dem Bunker kommen. Das ist schon mal gut. Der Geschützten sollte die auch nicht unbedingt kriegen. Und jetzt werde ich sie gleich mal, so machen, dass die Jungs die Verteidigung auf sich ziehen. Jetzt seht ihr hier mit dem Ausrufezeichen. Und ich mache die Binnen jetzt nochmal einmal unsichtbar. Dann kriegen die hier so ein Mäntelchen an. Und dann läuft das. Dann haben wir den Loot quasi. Ja, ein bisschen was scheint doch in den Lagern und Minen zu sein. Lagern und Brennereien, Entschuldigung. Minen und Brennereien. Jetzt haben wir es aber. Ja, das ist ganz gut, wenn wir jetzt hier außen rumlaufen. Dann holen sich natürlich jetzt erst alle Goldminen, aber die Grogbrennereien sind auch noch hier relativ unbewacht. Das heißt, da haben wir jetzt eine ganz gute Chance, da noch dran zu kommen. Und Gold kann uns ja, wenn das Rathaus fertig ist, für das Rathaus sage ich schon, das Haupt
Naja, Hauptquartier ist auch falsch. Das Piratenversteck fertig ist. Jetzt sieht er hier wieder den Mantel. Auch nicht schaden, wenn wir dann Verteidigung ausbauen müssen. Jetzt ist hier so eine kleine Pisskanone noch, die uns ein bisschen beschießt. Die juckt uns aber nicht allzu sehr. Wir werden jetzt hier noch so ein, zwei Lager mitnehmen. Und dann haben wir, denke ich, aber auch mal das meiste. Jetzt sind noch, ja, gleich knapp 40.000 noch in diesen beiden Brennereien. Die holen wir uns dann auch nochmal eben. Ich zünd nochmal das Ding hier, dass der nochmal die Kanone auf sich lockt. Ah, jetzt sind die beiden aber schon tot. Scheiße. Ja, jetzt hat mir das quasi nichts gebracht. Ja, egal. 20.000 ist jetzt noch übrig. Das ist aber auch nicht so schlimm. Da können wir, denke ich, mit leben. Wenn wir das jetzt so hinnehmen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das noch beenden. Hier, jetzt wird die Kanone noch fertig. 50% haben wir. Wir können theoretisch aufhören, weil das Versteck werden wir nicht bekommen. Es ist nur mittlerweile ganz gut, wenn wir nicht jeden Kampf verlieren. So. 490.000 Grog. 490.000 Gold. Können wir schon mal wieder darauf aufbauen. Ich habe mit Sicherheit noch die ein oder andere Ausbilderei, die ich noch machen kann. Aber gut, wir machen jetzt erstmal das gleiche nochmal. Ich würde sagen, einen Kampf hängen wir einfach noch hinten dran, weil ich gerade einfach Bock habe, noch einen Angriff zu machen. Ich werde jetzt sowieso nochmal eine Runde farmen und dann mache ich jetzt einfach mal fertig. Und wir plündern nochmal eine Runde. Das ist ja das Gute, dass man das alles machen kann, während das Schiff wirklich unterwegs ist. Also für alle Neueren, ihr könnt wirklich farmen, während das Schiff unterwegs ist. Das heißt, das Schiff wegschicken kann man immer machen. Man muss nicht gucken, dass man die Truppen spart oder so. Das ist echt top. Jetzt haben wir hier nochmal 280.000 von beiden. Ich habe ja eben gesagt, das würde ich nehmen. Allerdings ist da das Flammentor. Das ist ein bisschen fuckelig, da dran zu kommen. Weil das alles so verstreut ist und ich dann ewig warten müsste mit den Schlägern. Das gefällt mir nicht so ganz. Ich warte nochmal lieber eine Runde. Und gucke, ob wir nicht nochmal eine etwas einfachere Base finden. Ich weiß, das hätte jetzt wahrscheinlich schon irgendwie funktioniert. Ja, 500.000. Aber wenn es nicht zufällig alles hier in den Brennereien ist. Ich weiß nicht, hier, wie sieht das jetzt hier aus? Hier sind auch wieder 1, 2, 3, ich muss mal einmal hier rum. Ne, da hinten ist ja zu, scheiße. Hier sind auch wieder 1, 2 Fässer drin und 3 daneben. Ich meine, ein bisschen was könnte natürlich in den Brennereien drin sein, aber ist auch das Schiff. Naja, komm. Nee, komm. Ist natürlich alles so eine Sache. Der Loot ist ja natürlich schon immer noch relativ hoch. Das ist was, was vielleicht noch ein bisschen, ja, eingenordet werden muss, weil man kann echt so schnell so viel farmen. Da muss vielleicht noch ein bisschen dran gedreht werden. Aber generell, finde ich, ist das natürlich auch eine Sache, ein Vorteil von dem Spiel, dass man einfach relativ zügig vorankommt und nicht 100 Jahre lang sich was überlegen muss. Hier werden wir natürlich jetzt angreifen. Erstmal machen wir den Mörser da weg und den Dingesturm. Und jetzt machen wir mit zwei Leuten auch noch hier die Kanone. Oder beide Kanonen. Ach, jetzt ist da auch noch eine Kanone. Okay, das ist aber egal. Die kriegen wir kaputt und den Schützenturm kriegen wir kaputt. Mörser ist dann auch weg. Der Bunker muss natürlich noch hier weg. Und dann können wir uns gleich hier wunderbar um die drei Lager kümmern. Und die Brennereien sind auch noch hier drumherum. Das heißt, das ist ganz gut. Jetzt ist der Bunker. Schießt nicht mehr. Das ist auch okay. Der Geschützturm ist gleich kaputt. Die Kanone ist gleich kaputt. Das heißt, wir haben gleich schon wieder fast freie Bahn. Wenn wir natürlich jetzt aber eben warten, dass die Kanone noch hier weggeht, wäre das ganz gut. Dann können wir auf jeden Fall gleich starten. Auch jetzt gehen die wieder auf die Brennereien, die Ochsen. Ja, es ist natürlich immer so die Sache. Manchmal machen die halt nicht, was sie sollen. Wenn nicht mehr genug Verteidigung in der Nähe ist, ich weiß nicht genau, welchen Radius die brauchen. Wenn nicht genug Verteidigung in der Nähe ist, dann greifen die halt irgendwas an. Aber jetzt haben sie sich wieder angenähert und auf die Kanone eingeschossen. Jetzt werden die auf die Kanone gehen, das ist gut. Und das wäre dann, glaube ich, auch direkt mal für uns das Zeichen. Hier oben ist noch eine Kanone. Da werden die jetzt aber rechts nicht hingehen. Jetzt gehen die eh hier auf die Brennereien und Lager, dann können wir das einfach mal laufen lassen. Vielleicht machen die dann schon die Arbeit. Ich setze trotzdem mal 2, 3 Dieben, weil die ja doch ein bisschen schneller sind als die Schläger, wenn es zumindest um die Ressourcengebäude geht. Auf jeden Fall sieht das schon mal ganz gut aus, was zumindest den Rock angeht. Gold müssen wir jetzt mal schauen, ob wir uns dann gleich von hinten noch annähern oder ob wir es dann lassen. Mal gucken, was die Prozente gleich sagen. Wäre jetzt ganz gut, wenn die Schläger sich halt mal um die Verteidigung kümmern würden. Das ist jetzt wieder die Sache. Jetzt eiern die da rum. Hier kommt auch noch ein... Ach, hier ist noch der Geschützturm. Okay, der soll mich jetzt weiter nicht stören. Gucken wir uns das hier mal an, das Geschehen. Gut, die Grog-Lager sind frack, aber die Verteidigung hat nicht die Kanone. Jetzt gehen die wieder auf die Kanone hier oben. Wäre ganz gut. Und dann könnten sich die Diebenden... Was ist denn, wenn ich die mal hier absetze? Da ist natürlich jetzt auch noch eine Kanone. Da werden die auch wieder nicht hingehen. Ich habe auch keine... Ich bräuchte noch einen Schläger. Ich habe auch keine Truppen angefordert, die ich nehme. Das hätte ich noch machen müssen. Aber wisst ihr was? Ich mache jetzt hier noch. Ich hau jetzt hier noch die Diebinnen rein, in der Hoffnung, dass die schnell genug sind. Ich mache sie nochmal unsichtbar. In der Hoffnung, dass die schnell genug sind, noch ein paar Sachen mitzunehmen, um
dass wir vielleicht auch noch auf 50% kommen. Ja, haben wir, das ist gut. Und fast alles Gold jetzt auch mit. Jetzt sind die hier noch am Lager dran. Und dann haben wir noch 19.000 in der Goldmine. Die holen wir uns dann auch noch. Ja, irgendwo muss noch was sein, hier unten. Kommt der Geschützturm jetzt noch. Jetzt rennen die hier außen rum. Ich denke, dass die da nicht mehr allzu viel schaffen werden. Kanone und Geschützturm schießen drauf. Jetzt rennen die auch nochmal hier im Kreis. Jetzt rennen die erst einmal noch hier komplett rum, dass die von hinten angreifen. Haben die trotzdem noch kaputt gehauen. 67% kompletten Loot mitgenommen. Ihr seht, das ist einfach fast schon zu einfach hier an hier, zu farmen. Man kann natürlich auch ohne Ende Grog ausgeben, aber das ist trotzdem schon, gut, guck, wir haben jetzt 800.000 Grog mit 2 Angriffen geholt. Ich meine, natürlich macht es auch Bock, wenn man relativ schnell relativ viel farmt, aber dann müsste man auch die Möglichkeit haben, es wirklich auszugeben. Wir haben das natürlich momentan noch, aber ich denke mal, irgendwann wird es so sein, dass man dann relativ schnell relativ hoch ist und dann kommt das Problem, dass die halt wahrscheinlich nach oben hin immer weiter raushauen müssen, damit man nicht irgendwann relativ schnell gemaxt ist. Aber gut, wird sich sicherlich demnächst was ergeben. Ich denke mal auch, wenn die Android kommt, wird es eh noch ein bisschen überarbeitet. Aber ansonsten ist das Spiel auf jeden Fall mega lustig. Wie gesagt, falls es noch irgendwann nicht mitgekriegt hat, Android Release am 22.04. Und wir können jetzt noch mal ein bisschen ausbilden. So, gucken wir mal, wir haben jetzt 1 Million Grog. Und können wir mal schauen, was wir damit noch machen können. Die Skelettlumpen sind gerade noch am Ausbauen. Den Hexendoktor benutze ich fast gar nicht, deswegen lasse ich den mal. Ich gucke lieber mal hier in die Akademie. Schläger sind fertig, Dieben sind fertig. Die sind nicht fertig. Ich glaube, ich gehe mal... Ach nein, für die Zerstörer fehlen mir jetzt noch... 98.000. Wisst ihr was, das mache ich jetzt noch offline, offscreen. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch so lange farmen, bis ich die Zerstörer upgraden kann, weil die sind, das sind die, die ich am ehesten noch benutze. Ansonsten die Bombenleger, weiß ich nicht, das ist alles nicht so mein Fall. Hier ist jeweils gerade zugange. Also werde ich die Zerstörer nehmen und dann farme ich mir das jetzt noch eben zusammen. Das geht ja fix, wie ihr gerade gesehen haben. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.